Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie immer, alles Work in Progress, aber wir wollen euch einmal auf den Stand bringen, wie das mit den Testschiffen aussieht und wie sie sich verändert haben, beziehungsweise was Wargaming dazu so erzählt. Also, fangen wir einmal an mit der Verborgenheit bei der Orkan. Orkan, am Ende ein Schiff, quasi, man erkennt es schon, wenn man die Lightning kennt, von der britischen Marine erkennt man sofort wieder, ist ein Lightning-Schiff. Wir haben allerdings hier nur einen Torpedowerfer und der Rest ist Gun. Ne, wenn man sich jetzt richtig gleich erinnert, ja, die Europäer sind ja eigentlich Torpedo-DDs, aber hier gibt es eben mal so eine Gun-Abwandlung. So ein Ticken wie eine Smallern, die am Ende ja auch einen Hang zu einem Gun-DD hat. Und ja, das soll hier die Orkan jetzt eben auf T8 werden. Auch wir haben hier eine ganz große Besonderheit, nämlich dieses Überwachungsradar eben dabei. Und in der Vergangenheit war dieses Schiff runterskillbar von der Erkennbarkeit auf 5,5 Kilometer. Und ja, da haben sie jetzt 500 Meter raufgepackt im Stockwert. Heißt, hier fehlt jetzt noch der Kapitänskill, weil ich hier nur einen Dreier Kapitän drauf habe. Also wir haben jetzt immer noch 5,9 Kilometer, was wir hier erreichen können von der Tarnung her. Ich halte die Orkan nach wie vor für ein starkes Schiff, auch mit diesem Nerf bei der Erkennbarkeit. Dann geht es weiter mit russischen schweren Kreuzern und ich habe jetzt hier einfach mal die Petropavlovsk in den Hafen gestellt. Da gibt es die meisten Veränderungen. Also prinzipiell kann man schon mal sagen, die Dauer der Überwachungsradar-Verbrauchsmaterialien auf den Kreuzern Petropavlovsk, Riga und Tallinn. Da wird die Dauer von 10 auf 15 Sekunden erhöht. Also vorher hatten die ganzen schweren Kreuzer nur 10 Sekunden Überwachungsradar, das ist jetzt 15 Sekunden. Außerdem werden die Granatenabprallwinkel, die hier ursprünglich bei den russischen Kreuzern verbessert waren, auf allen drei Kreuzertypen, also T10, T9 und T8, verändert, und zwar bis auf 50 Grad. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr das Fenster von 90 bis 55 Grad, sondern von 90 bis 50 Grad, wo die AP-Munition abprallen kann. Das ist also ein bisschen schlechter gemacht worden, allerdings sind es auch keine Standardwinkel. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen, weil die Standardwinkel wären nochmal 5 Grad mehr. Ne? Ihr wisst ja, die Standardwinkel sind 0 bis 30 Grad und von 31 bis 45 Grad, wo Abpraller aufprallen, entstehen können. Und bei den russischen Kreuzern haben wir jetzt ein Fenster von 40 Grad. Also irgendwo sparen wir 5 Grad. Wahrscheinlich bei dem hinteren Bereich, also da, wo man eben Abpraller entstehen können oder eben auch nicht, also RNG-Faktor da dabei ist. Da werden wir wahrscheinlich ein kleineres Fenster haben. Aber das weiß ich nicht genau, das ist nur Mutmaßung, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und dann werden die Erkennbarkeitsweiten der Schiffe hier verändert. Und zwar bei der Petropavlovsk bekommen wir eine Erkennbarkeit von 14,4 auf 14,9 Kilometer. Das hier ist jetzt der geskillte Wert. Ne? Also ich habe komplett auf Tarnung gebaut hier. Ihr seht ja, da ist der Tarnwert drin. Beim Kapitän ist auf Tarnung gebaut und wir haben natürlich die Tarnung drauf. Dann kommen wir auf 11,3 Kilometer beim T10-Schiff. Ja, bei der Riga verändert sich die Erkennbarkeit von 14,2 auf 14,7, also wenn wir dabei roundabout glatt 11 Kilometer liegen, 11,1, irgendwie sowas, weil wir ja 200 Meter weniger sichtbar sind. Und bei der Tallinn, da gibt es keine Veränderung der Erkennbarkeit. Also da bleibt es bei den Abprallern, der AP-Munition und der Einsatzzeit des Überwachungsradars. Und nachdem wir uns jetzt um die russischen Kreuzer ein bisschen gekümmert haben, werden wir uns jetzt hier nochmal um die Aegir kümmern. Ja, leider wieder ein deutsches Schiff und leider kein Buff, sondern Nerf. Kann man zumindest so ausdrücken. In der Vergangenheit, als die erste Version der Aegir da war, konnte man sinnvollerweise wählen, ob man hier die Gefechtsreichweite, also die Feuerleitanlagenmodifikation einbaut und die Hauptbatteriemodifikation 3. Man kann heute immer noch wählen, aber durch die Reduktion der Hauptgefechtsreichweite von 18,5 auf 17 Kilometer, was der Nerf quasi ist, den sie jetzt gerade angekündigt haben, ist hier diese Hauptbatterie-Modifikation 3-Geschichte ein bisschen unattraktiver geworden. Das heißt, man möchte hier gerne, dass die deutsche Marine lieber die 22 Sekunden Nachladezeit akzeptiert und dass man darüber dann eben die Feuerleitanlagen-Modifikation einbaut und dann auf 21,5 Kilometer Reichweite geht wahrscheinlich. Ihr seid nämlich ein Kreuzer und euer Kreuzer ist leider nicht so stark gepanzert, wie ich mir das wünschen würde. Ja, wir haben hier auch schlechtere Deckspanzerung als zum Beispiel eine Petropavlovsk. Gut, ich vergleiche jetzt hier gerade T10 und ein T9-Schiff, aber auf der anderen Seite ist das hier eben ein großer Kreuzer, während die Petropavlovsk nur ein schwerer Kreuzer ist. Also von daher hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr Panzerung erwartet.
Aber gut, das ist halt die Interpretation und ein Balancefaktor. Nichtsdestotrotz, insgesamt tut mir diese Veränderung irgendwie weh im Herzen, so ein bisschen, weil ich kann es schlecht verstehen. Warum werde ich gezwungen, mit einem deutschen Schiff so weit nach vorne zu fahren? Das ist zwar die Grundcharakteristik, aber dazu muss ich dann auch von der Panzerung her in der Lage sein. Dann mache ich das auch gerne. Ich mache es gerne, mit dem Kurfürsten an der Front zu stehen, weil ich weiß, dass ich eines der härtest gepanzerten Schiffe in World of Warships bin. Ja? Aber wenn ich eine Ägia fahre und dann gezwungen werde, auf 17 Kilometer ranzufahren, ja, ist das einfach, also mindestens auf 17, eigentlich ja noch weiter wollen. Ne? Sonst wird die Streuung ja... Die ist zwar nicht schlecht, ist zwar Kreuzer-like, aber ja, also wir können uns jetzt hier noch ewig drüber unterhalten. Ihr merkt schon, dass ich darüber auch nicht besonders glücklich bin, dass die Ägir verändert wird. Und ja, man wird sehen, was noch so passiert. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie da nochmal so einen richtigen kleinen Schwung in diese Schiffe reinbekommen, auch beim Siegfried. Und wenn man sich jetzt den Nerf der Odin vor einiger Zeit nochmal durch den Kopf gehen lässt. Ich finde es allgemein ein bisschen schade, ja. Irgendwie erkennen da zwar die Richtung, in die das irgendwie so geht, gehen soll, aber ich finde, die Schiffe sind dafür teilweise einfach nicht gut genug gepanzert, um das wirklich so zu fahren. Wenn sie gut gepanzert wären, dann wäre das auch leichter, diese Schiffe so zu bewegen, wie sich World of Warships diese Schiffe eben vorstellt. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung konstruktiv in die Kommentare unter dieses Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da tut, ja, und bitte nicht einfach nur so, ach ja, wieder typisch Wargaming, irgendwie so ein Kram. Macht euch mal konstruktiv Gedanken darum, was das für euch bedeuten würde, oder vielleicht auch, die Ägir ist nichts mehr für mich in diesem Stil und warum oder so. Das würde mich freuen, wenn ihr davon mal Gebrauch macht und wirklich konstruktive Kommentare drunter setzt. Ich mag das nicht, wenn man einfach nur unterschreibt, ja, ist ja typisch Wargaming oder irgendwie sowas. Die machen sich auch ihre Gedanken. Ich finde es halt nur schade, dass es in der Art bei den Deutschen durchschlägt. Oder nicht nur bei den Deutschen, es gibt ja auch Änderungen bei anderen Schiffen, die man nicht unbedingt so gut nachvollziehen kann. Also, ich sage jetzt danke für eure Aufmerksamkeit. War ein kurzes Update-Video zu den Teständerungen und weitere Änderungen gibt es dann auch wieder in Videoform hier bei uns auf dem Siegrauts-Kanal. Ich freue mich bis dahin. Danke für eure Zeit. Euer Siegrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.